Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht schon, wir sind hier noch auf Minmus bei unserer Mann-Base. Und wir stehen hier immer noch, das ist mittlerweile stabil. Und wir müssen mit unserem kleinen Freund hier zu der Zielposition hier fliegen, als Ziel setzen. Denn da steht immer noch unsere Base für Kerbonauten, die leider zu schnell gecrashed ist. Und ich hätte gerne Received, weil es doch Material ist, das man brauchen könnte. Bedeutet, wir müssen mit dem Ding abheben, kurz gucken, wo wir hinfliegen müssen und dann drehen. Problem, wir müssen mit RCS arbeiten, glaube ich. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist diese RCS-Thruster auf ein Zehntel ihrer ganzen Leistung runterschrauben, um auch Treibstoff zu sparen. Ist das, glaube ich, der Way to go? Passt, okay. Muss ich herausfinden, wo das Ziel ist. Mach dann hier einen Flugpunkt. Oh fuck, fuck, viel zu weit. Okay, jetzt sehen wir, in welche Richtung wir fliegen. Und jetzt müssen wir das Auto correcten, dass wir passend landen können. So, okay. Wir aktivieren jetzt schnell während des Fluges Autofly System oder RCS System und stellen ihn schon mal so ein, dass er rückläufig. Er kann sich drehen. Oh mein Gott, er kann's. Okay, das ist neu. Er hat die Kraft dazu, lol. Wie hoch aufgedreht sind die Punkte auf 100% ihrer Schubkraft. Okay. Das Problem wird sein, dass wir genau dort landen, wo wir hinwollen. Wir setzen uns mal genau in den Designation Point. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Eigentlich sollten wir landen nochmal vorne auf der Beach-Side. Hier unten und dann hochfliegen als nächstes. Ich glaube, das ist die schlauste Sache. Ich sehe aktuell halt nichts. Und ohne Strom ist relativ schnell wahrscheinlich eher der kleine Freund hier auch leer. Wir bewaffnen den trotzdem schon mal. Weit sind wir? Es ist wieder so ein... Alter, wenn man allein schon sieht, wie hoch der im Gegensatz zum Rest ist. Das kann kritisch werden. Wir sind aber noch genug mit Mini-Satellit, wir werden noch gut unterbracht. Ich glaube, wir kommunizieren sogar gerade über die Station hier. Ich bräuchte für sowas Searchlights, ganz ehrlich. Ich sehe nichts. Und ich habe jetzt gerade auch wieder Angst, dass ich schon wieder in den Werk reinkrache, aber das tue ich glaube ich nicht. Ich bin genau. Und. So, trotzdem sicherheitshalber genau bis zur Licht. Alter. Dann ist schon alles dunkel. Schaut euch die Sonne an, wie die fliegt. Fuck, shit. Ich habe ja auch mit der Mission nicht warten können, ne? Aber wir haben immer noch genug MS, wie es ausschaut. Doch, sind wir 3000 Meter über dem Boden. Ich spule mal vorsichtig vor, bis wir bei 1000 sind, weil... Was sollen wir bis dahin machen?
Das Problem ist, wenn es leckt, du musst immer früher bremsen, als du willst, weil du siehst ja nichts. Jetzt ist es ein reines Ratespiel. Jetzt bremse ich schon mal runter. Aktivieren wir noch unser RCS. Als Sicherheit. So eine Art von Geschwindigkeit wäre sogar noch voll okay zu landen. Geht ein RCS geht nicht mehr. Das RCS reagiert nicht. Doch, es reagiert. Fuck. Sind auf der Schrägen gelandet. Komm schon. Bleib stehen, Kleiner. Der Grippelarm funktioniert auch nicht. Fuck. Solarmodul einfahren. Solarmodul einfahren. Wir hoppen mal durch die Nacht durch und schauen uns das am nächsten Tag an. Es ist dunkel. Dann wird es denn mal wieder hell. Wo bleibt denn die Sonne? Ah, jetzt natürlich kommen sie dann gleich. Turn around. Wir lassen ein Solarmodul offen. Dass, wenn die Sonne kommt, vorsichtig. Ja, das ist aber wartenswert, dass wir jetzt dann leer gehen an Batterie. Ja, es ist für Tag, es ist auch für Tagsystem eingesetzt, nicht für Nachtsystem. Jetzt ist die Batterie leer, ja. Batterie ist wieder voll, perfekt. So, wir machen das RCS nochmal aus. Und richten es mal auf 20%, 14%, 15% oder was. 16,5. 17. Irgendwo da oben ist die Station. Und da will ich jetzt hin. Bedeutet ja. Aktiviert das RCS.
Wir sind schon way off the land point. Und schwebt kurz nach da oben. Ich glaube, ich sehe sie. Ich glaube, ich sehe sie. Ich glaube, ich sehe sie. Da unten ist es, seht ihr es? Da unten. Wir haben sie gefunden, over and out. Jetzt wird es danach ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt in den Hover-Modus gehen müssen. Da unten müssen wir hin, seht ihr es? Wir werden uns jetzt nicht in den Hover-Modus begeben. Ohne mein Hover-Skript zwar, aber wir tun. Jetzt habe ich die Station wieder verloren. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, Return Course. Nein, oh fuck, das war jetzt genau das, was ich nie wollen wollte. Fuck. Halber Tank schon leer und wir haben es noch nicht mal auf die Gerade geschafft, fuck. Das war genau, was nicht passieren sollte. Station, ich komme. Oh, fuck, hier, fuck, was ist los? Alter, wie es rutscht. Wie es rutscht, what the fuck. Fuck, fuck. Versuch mal was zu fangen, was nicht gefangen werden will. Runter, 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 runter.
Ich hab's, haha. Fuck! Nicht so einfach wie erhofft. Und uns geht der Treibstoff raus. Fuck. Uns geht gerade richtig hart der Treibstoff aus. Wenn alles gut geht, halten wir es bis zum Boden durch. Dann sind wir schon mal auf der Geraden. Ich habe dem Ding aber auch weiter... Also, wir haben jetzt im Flan, im Rutschen von der Base, die Base gefangen. Mit dem Ding. Gegrabt und weggeflogen. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich denke, das könnte man rein theoretisch was zum Andocken besorgen. Fahrzeuge oder sowas. Okay, wir haben Teile verloren. Fuck, vielleicht sollte ich doch eine neue Station hochschicken, oder? Okay, wir haben auf der Seite eigentlich nur die Vorräte verloren. So schlimm wäre das gar nicht. Das soll eh nur eine temporäre Base sein. Hauptsache, es hat mal Teile. Oh fuck. Okay. GG. Das war's. Fuck. Und goodbye. Wir rutschen zwar die ganze Zeit schon so, aber... Ja. Ich habe jetzt halt die Nahrungsversorgung verloren, ne? Das war unglücklich. Wir brauchen einen Rover eindeutig für diese Mission. Eindeutig brauchen wir für sowas jetzt einen Rover. Also es ist viel dran geblieben. Die Stromversorgung ist dran, genauso wie verschiedenste Teile zum Docken an die Station. Aber wir haben halt nur Docks. Wir haben nichts anderes mehr. Bedeutet, wir brauchen einen automatischen Rover oder sowas. Oder einen Fahrbahn-Rover, der das hinten andockt. Wir können so ein Konstrukt machen, was drüber fährt, hebt und dann fährt. Das ist halt wirklich wie so einen kranartigen, so einen Containergreifer machst. Das ginge. Okay, wir... haben unser Hovergerät eindeutig verloren. Wir können zwar bestimmt mit zwei auch hovern, aber
Wir deaktivieren auf jeden Fall mal den hier. Mit zwei Haufen ist halt nicht so cool wie mit jeweils welchen, ne? Also ich will jetzt den einen Arm einfahren. Noch den einen Arm einfahren. Alle Hinges wieder aktivieren. Dann ist nämlich... schon mal Ruhe im Schacht. Man könnte es rausziehen. Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. Die war eh schon extrem lang. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Changes.